Ich bin in die Küche. Ich war auf der Terrasse. Der Android mit dem kleinen Mädchen als Geisel. Ich wurde angeschossen. Du hast mich gerettet. Ich erinnere mich. Ich wäre auf der Terrasse gestorben. Du hast mich gerettet. Einem Androiden zu sagen. Aber vielleicht machen wir das auch erst im letzten Playthrough. Nein, wir probieren das gleich aus. Ich bin neugierig. Ich hab jetzt bin ich hier, ne, so, wenn man neugierig erstmal ist, wenn meine Neugier erstmal geweckt ist, dann nenne dein Modell. Modell JB300, Seriennummer 336445581. Aber nee, ich will das nicht ändern. Da muss bestimmt irgendwen anders da. Nee. Das machen wir später irgendwann. Im letzten Playthrough machen wir das, ziemlich sicher. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch. Dann machen wir das halt im letzten Run. Ist durch. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören. Verstehst du? Ja, komm. Zerstören! Spiel, ich weiß, dass es der ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Ja, oder halt nicht, ne? Je nachdem. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Aua. Ja, guck weiter nach links. Weiter, weiter, weiter. Einmal Q. Einmal nach oben. Einmal Q. Und einmal E. Falls ihr euch, by the way, fragt, warum ich das Ganze mit so einem Zwischending nochmal regeln möchte, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich das nicht in diesem so einem Zwischending habe, dass ich dann, ja, dann glaube ich halt nicht, dass ich das erreiche, was ich erreichen möchte im letzten Playthrough, wo ich dann die letzten Enden sehen muss, weil das ist dann ja schon sehr spezifisch, sage ich jetzt mal. Da werde ich, auch gucken, wie ich das mache. Er ist ein Abweichler, aufhalten! Connor! Connor! Bist du okay? Ich wollte ihn aufhalten, aber ich kam zu spät. Okay, also das ist gut für die Software-Instabilität. Weil wir die müssen. Ja, gut, okay, das hätte ich jetzt vorher wissen müssen.
Mal gucken, ob das, beim nächsten Mal dann auch so sein wird, weil ich brauche das eigentlich schon. Ich brauche eine hohe Software-Instabilität, weil ich ja auf jeden Fall zum Abweichler werden möchte. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich das sein lasse hier, wenn ich sowieso das Ganze nochmal machen muss, wegen dieser einen Lücke. Und dann hätten wir den Weg fürs nächste Mal direkt und ersparen uns jetzt einen unnötigen Versuch. Ja, ich denke, so machen wir das auch. Wir spielen jetzt erstmal weiter. Da wir die Mission jetzt sowieso nicht 100% machen können, können wir dann den letzten Weg auch im letzten Durchgang einsammeln. Weil so viel fehlt ja nicht mehr, ne? Und dann werden wir nach dieser Mission uns in der Zeit zurückbegeben, glaube ich. Ich glaube, das ist dann auch sinnvoll. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Heraus. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Ja, Adam ist schon wieder sehr begeistert von uns. Dann kommt. Wir reden lieber drin. Ja, dann reden wir mal drin, ne? Ja, dass er uns nicht mag, ist leider klar. Können wir ihm vertrauen? Wir haben keine Wahl. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Ja, dass er nicht begeistert ist, sieht man ihm an, ne? Aber gut, er muss ja auch nicht begeistert sein, ne? So, wir werden jetzt hier dann natürlich den Polizisten täuschen. Ich denke, aus einfachen Gründen werde ich, weil es einfach einfacher ist, werde ich Alice und Lufer nach oben schicken. Weil wir können ja ruhig ganz normal spielen, in Anführungsstrichen. Wir müssen dann mal gucken, was denn hier die letzte Option ist. Wir müssen auf jeden Fall bezüglich Alice, ich glaube, anflunkern, bisschen. Und dann werden wir, glaube ich, auch da ja noch was sehen. Ich meine, das war so, gell? Ablaufdiagramm, Mitternachtzug 98%. Ja, genau, in Bezug auf Alice Flügen. Und dann weiß ich zwar jetzt nicht genau, was da kommt, aber
Das werden wir entweder in diesem Playthrough sehen oder im letzten. Und deshalb werde ich jetzt hier keine Sorge, Alice. Einfach mal diese Mission nur einmal spielen und dem Spiel sozusagen dann den Lauf lassen. Wir haben ihm nichts getan. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden Sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Okay, hier scheint es egal sein, was ich wähle. Die Beziehung zu Alice hat sich jetzt nicht verbessert oder verschlechtert. Da ist was Danke. Die wasche und trockne ich. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Ah, guck mal, Lufa ist es auch gut. Es ist ja auch jetzt für diesen. Schlaf ein bisschen. Nicht wichtig, ja, also wie gesagt, wir brauchen jetzt hier kein distanziertes Verhältnis, ich brauche alle drei. Für die entsprechenden letzten Enden. So ist das richtig gesagt. Du gehst sehr interessant die Treppe runter. Aber gut, ich will nichts gesagt haben. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Ja, das stimmt. Wenn man. Aber naja, gut, okay, ne? Da ist die Frage, ob das dann. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Also begeistert sah sie jetzt auch nicht aus, ne? Und mit der Rede dieses Androiden im Fernsehen? Sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Ja, ihr werdet über die Grenze kommen. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Sieh nach, was los ist. Okay, ich gucke. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen.
Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Ja, nicht aufgeben, weitermachen. Lassen wir sie. Auch wenn es schwer ist. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Jetzt würde mich interessieren, weiß Alice, dass Alice ein Android ist? Also weiß sie, dass sie das ist, oder weiß sie das auch nicht? Weil Kara und der Rest wissen das ja. Aber jetzt ist die Frage, weiß Alice das auch? Komm, Alice. Okay, das Bleiben hat auch sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Keine Auswirkung. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Ja, so mehr oder weniger, ne? Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Adam, das haben wir doch schon besprochen, das... Nein! Okay, Adam hat halt Angst. Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ja. Das war meine Ansage. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Dankeschön. Bleib du hier, es dauert nicht lang. Kann ich mit euch reden? Ich kann mich zu Alice setzen. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen? Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse zwischen uns. Wenn ich es dir sage, liebst du mich nicht mehr. Okay, sie weiß es. Du weißt, dass das nicht stimmt. Damit hat sich meine Frage, ob sie es weiß, auch erledigt. Ja, sie weiß es. Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich Alice traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich. Hab Angst um sie.
bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber... sie hat mich irgendwie verändert. Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Luther, nimm Alice aufmachen. Und versteckt euch. Ich wusste, dass Oben. Das passiert. Komm, Alice. Ich wusste es. Machen wir mal eben hier schon mal ein bisschen was. Denn die Tür können wir gleich zumachen. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Ja. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. So, jetzt bin ich gespannt, was ich da machen muss, damit das oben... Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Nein. Nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein. So, jetzt die Frage, war das jetzt schon die Lüge oder... Aber es geht ja einfach weiter. Hier sind keine Androiden. Wie gesagt, zumindest machen wir das im letzten. Da weiß ich dann zwar nicht so genau, was ich tun muss, aber... Danke. Ich dachte, es wäre sonst niemand im Haus. Ich vergaß. Meine Tochter ist oben. Ja, wenn Mama so spontan seine Tochter vergisst, irgendwie, ne? Wie heißt du, Junge? Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die andere...
Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Cool, Steichen guckt unauffällig zu Kara rüber. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend. Den hast du aber schnell runtergekippt, den Kaffee, ne? Ist noch jemand im Haus? Das ist nicht die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. So. Gut. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Ja, so mehr oder weniger, ne? Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Gut. Und wir haben Tatsache auch jetzt hier die 100% gemacht. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht. Aber umso besser.